Das war es wohl immer noch nicht. Ist eine Falle? Nicht reindrehen, oder? Hä, was ist das? Das ist meine eigene Falle. Mann, jetzt habe ich schon zwei Nester gefunden. Wie viele gibt es noch und wo finde ich den Rest? Jetzt bin ich schon wieder beim Wasserfall. Das kann nicht sein. Ich meine, hier ist so ein roter Punkt, ne? Aber das bringt mir nichts. Donnerschlag. Konter will nicht. Komm jetzt, wir beenden das. So. Ihr habt gesagt, wir beenden das. Nein, warte. Feuer ist nicht gut. Art. So ist meine Energie denn? Hä? So, jetzt aber Schluss hier. Wo war ich noch nicht? Wo könnte ich hier noch einen Neckar fallen? Na Quatsch, Nester finden? Mann. Hier ist eins. Okay, was das? Kann ich bitte? Ah, yes! Endlich! Ich habe es geschafft! Ja, der Hexer setzte seinen Plan in die Tat um, begrub die Neckar in ihren unterirdischen Verstecken und holte sich bei Ludwig Merse seinen wohlverdienten Lohn ab. Yes! So, wo war das nochmal? Habe ich das nicht markiert? Doch. Ach, da ist der Pfeil. Yippie! Ja, ich weiß, wir könnten das alles looten, aber ich glaube, ich habe schon wieder ganz viel Zeug. Da. Und ich will nicht langsam laufen, das ist furchtbar.
Alter. Alter. Ist hier nicht angeblich ein Tor? Ach so, Schwert wegpacken, ganz wichtig. Sonst wäre mal verhauen. Jetzt hat der Cedric nichts mehr zu tun, ne? Weil der soll ja die Indri jagen und die Necker in Schacht halten. Haben wir denen jetzt die Arbeit weggenommen. Geht auseinander! Hä? Ist der oben? Ups. Sag mal, das kann doch nicht so schwer sein, da um den Pfosten herumzukommen. Hallo. Hier, Neckar-Kadaver zum Beweis, dass ich... Mir ist klar, was es beweist, Hexer. Die Belohnung ist dein. Yay. Wunderschön. Was, neue Questphase? Nee, das ist jetzt hier... Genau, das ist erledigt. Jetzt haben wir noch das, aber das können wir nicht hier erledigen, ne? Blablabla. 10 Vorgesetzte. Ich glaube, da können wir hier doch nichts mehr machen. Stromaufwärts des Pontas zu reisen. Das geht doch jetzt wahrscheinlich nicht. Wir sind noch hier. Fight Club. Siggi König, ein Mensch von adliger Abkunft. Doch in zweifelhafter Gesellschaft wurde auf Geralts Erfolge im Faustkampf aufmerksam. Er erzählte ihm von einem anderen Turnier, bei dem nur Auserwählte gegeneinander antraten. Geld und Ruhm seien den Teilnehmern sicher. Siggi pflegte abends vor der Schenke zu stehen und dort suchte Geralt ihn schließlich auf. Abends vor der Schenke. Geht das denn jetzt zu erledigen oder... Ist es dafür schon zu spät? Abends vor der Schenke. Hier ist die Schenke. Was ist los? Du bist nicht Siggi, ne? Freut mich. Mist. Nee. Sieht nicht so aus. Gucken trotzdem mal. Kiro. Nee. Na gut. Und ne? Dafür ist es jetzt wahrscheinlich auch zu spät. Ich versuch's einfach mal. Aber ich nehme an, wir müssen dann doch mal meditieren. Was ist los? Das wollte ich nicht machen. Aber es wird auch schon wieder morgens. Da kann's gar nicht gehen. Schweinchen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir meditieren. Ah ja, das hatte ich ja schon mal versucht, da oben reinzukommen. Na gut. Dann warten wir doch mal die Zeit ab, weil wir eben nicht wirklich jetzt was zu tun haben. Abenddämmerung. Ich hoffe, das ist richtig. Haben wir hier eigentlich mal ein Level? Ja, wir haben Talent.
Okay, das hier würde ich vielleicht mal gleichmäßig verteilen. Da haben wir schon eins. Nehme ich mal Alchemie. Alchemist, nächster Level, Bombenschaden, Fallenschaden. Menge der gewonnenen alchemistischen Zutaten. Synthese, Vitalität plus 20. Das will ich. Okay. So. Nee, ich will jetzt erst nochmal zur Schenke. Verliert er sie so oft? Sind ja schöne Verhältnisse hier. Der Zwergenschmied betrügt eher daran. Meinen Gruß. Bist ein Klugscheißer, was? Sei gegrüßt. Stinklangweilig. Ihr seid das also nicht? Da müssen wir noch mal ein bisschen meditieren. So. Es ist jetzt Abenddämmerung. Ja, keine Ahnung, wie weit wir meditieren müssen. Sonne geht langsam unter. Sind immer noch dieselben hier davor. Es darf halt nicht zu spät sein. Hat es jetzt geklappt? Ja. Nee, hä? Entschuldigung. Ja, okay. Jetzt müsste es aber gehen. Ja. Auf wen fällt denn da Sigi Königs Blick? Auf mich. Hast du dir die Sache überlegt? Mhm. Ja. Ich bin bereit. Unterwegs erkläre ich dir alles. Okay, jetzt okay. Rede. Weißt du, wofür Flotsam berühmt ist? Für gar nichts. Da irrst du dich. Im Pontartal gibt es nur zwei Städte, die einen Besuch wert sind. Bonda, wegen der hübschesten Mädchen im ganzen Norden. Und Flotsam, weil dort die besten Kämpfer organisiert werden. Wer organisiert sie denn? Offiziell keiner. Aber wenn man sich gut umschaut, findet man Erstaunliches. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Ich setze auf meine eigene. Und er? Halt! Erkennst du Sigi König nicht? Dich kenne ich, aber der andere? Der sieht gefährlich aus. Wie alle Kämpfer von Sigi König. Der Bauer, den du neulich angeschleppt hast, wurde nach einer Viertelstunde völlig demoliert wieder rausgetragen. Und diesmal ist es anders. Wart's ab. Der Kommandant höchstpersönlich wird ein Vermögen auf ihn setzen. Na schön, ich kann ihn durchlassen. Aber seine Waffen bleiben hier. Ich hoffe, dass ich nicht reingelegt werde. Aber ich möchte fair bleiben. Von mir aus. Schon bist du ein reicher Mann. Deine Sachen warten in der Kiste am Tor auf dich. Ja, ich folge Sigi. Loredo. Höchstpersönlich. Erlaubt er die Kämpfe? Erlauben? Er organisiert sie. Hier werden Riesensummen gesetzt. Ich hatte zuletzt ein bisschen Pech, aber du wirst die Leute daran erinnern, wer Sigi König ist. Enttäusch mich ja nicht. Mhm. Da hat er mal eben den Eimer umgeschmissen. Lass dich nicht untermuttern! Wo sind wir denn jetzt? Sigi der Narr ist zurück! Und was für eine Rückkehr! Mein Kämpfer wird mächtig von sich reden machen. Der ungeheuer Töter? Wie hast du denn den zu dieser Prügelei überredet? Sigi König hat seine Mittel. Das klingt spannend. Wir machen Flotsam berühmt für seine Faustkämpfe. Sie werden Lieder von Sigi und Geralt singen. Gewinn du nur. Ich kümmere mich um den Rest. Bist du bereit? Okay. Ich bin bereit. Großartig. Du wirst mich noch auf den Schultern tragen.
Dein erster Gegner ist der Trockene. Sie nennen ihn so, weil er sämtliche Säfte aus seinen Gegnern brischt. Vielleicht macht er sich gleich nass. Okay. Aha, schon schlecht angefangen. Gib's dem Arsch! Klopf ihn durch! Wie gesagt, ich drücke den zweiten Buchstaben, aber der ist immer so kurz. Ich weiß nicht, ich muss den wahrscheinlich mega schnell drücken. Gib's dem Arsch! Lass dich nicht unterbuttern! Dem hast du die Gesichtszüge neu sortiert. Wer ist der Nächste? Mitko Einschlag. Normalerweise reicht ein Schlag von ihm aus. Puh. Ja, also ich habe Glück, dass ganz oft nur ein Buchstabe kommt. Wie gesagt, der zweite wird so kurz angezeigt und ich sehe den zwar, aber so schnell kann ich nicht drücken. Das schaffe ich einfach nicht. Viel Glück. Klopf ihn durch! Gib's dem Arsch! Gott sei Dank reicht nicht ein Schlag von ihm aus. Lass dich nicht unterbuttern! Nee. Jedes Mal, wenn ich denke, ich hab's geschafft. Nee, doch nicht. Klopf ihn durch. Du bist die Entdeckung meines Lebens. Wir sind also füreinander geschaffen. Und ob? Aber vor uns liegt noch ein langer Weg. Dein nächster Gegner ist Schniegel, der Franzenschwanz. Nicht so beliebt? Trägt gern Kleider mit Troddeln. Letzten Monat hat er seinem Gegner ein Ohr abgebissen. Aha. Das Ding ist, dass die Vitalität gerade echt nicht so gut aussieht. Ich weiß nicht, ob es sich sofort wieder erholt, aber... Ich will natürlich nicht aufhören. Dann mal her mit dem Franzenschwanz. Gib's dem Arsch! Okay, wir fangen von vorne an mit der Vitalität. Ach. Verdammt! Klopf ihn durch! Gib's dem Arsch! Lass dich nicht unterbuttern! Nein, 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 nein! Ah! Verdammt! Klopf ihn durch! Dammit! Wir sind eigentlich schon am Ende. Gib's dem Arsch! Noch ein einziger und wir sind reich und berühmt. Wer diesmal? Stanek. Es braucht 4 Leute, um ihn umzuhauen. Von Stanek habe ich schon mal gehört. Ja, da habe ich jetzt aber wirklich Glück gehabt, denn die Vitalität war eigentlich im Arsch. Den schaffe ich mit links. Unterschätze ihn nicht. Das ist wahrscheinlich nur, weil ich leicht... Tritt näher. Großartige Technik. Danke. Der letzte Kampf steht bevor. Und alle setzen auf den Favoriten. Auf dich. Außer mir. Was willst du, Loredo? Stanek muss gewinnen. Dann sind wir die wahren Gewinner. Ein Drittel des Einsatzes gehört dir. Das ist kein Vorschlag.
Ich verstehe. Du bist ein Betrüger. Deine Meinung interessiert mich nicht. Du sollst den Kampf verlieren. Verschwinde, alter Mann. Kann natürlich sein, dass er trotzdem gewinnt. Habe ich gegen den schon bei Witcher 1 gekämpft? Gib's dem Arsch! Weil der Name sagt mir was. Ich drücke eigentlich schon schnell. Klopf ihn durch! Mann! Lass dich nicht unterbuttern! Das war ja jetzt nix. Da hast du dein Geld. Die Wachen bringen dich zum Tor. Das wirst du bereuen. Meine Nase hat's ja gesagt. Gewonnen. Gib mir, was mir zusteht. Zuerst das Vergnügen. In jeder Kneipe freie Runden. Ganz zu schweigen von den Mädels. Bumst sie für mich mit. Was? Okay. Hab ich's geschafft. Fight Club. Wo war denn das? Entschuldigung, ich musste husten. Offenbar war der Kommandant selbst derjenige, der die Flotsamer Faustkämpfe organisierte. Bla bla bla. Ach, was ist nur aus den alten Helden geworden? Die Aura der Größe, die Stanek umgeben hatte, barst wie eine Seifenblase auf dem Stachelschwein, als der Faustkämpfer auf die Bretter ging. Geralt siegte wieder Loredos Interessen. Er freute sich sehr über seinen Triumph. Der Kommandant hingegen knirschte mit den Zähnen. Ob es den Leuten passt oder nicht, Geralt war Flotsams neuer Faustkampfmeister. Auch wenn ich die Kombinationen da nicht schaffe. Die Zukunft würde noch zahlreiche Herausforderungen bringen, aber dieser Sieg über Loredo schmeckte besonders süß. Aber ich glaube, wir werden dafür noch bezahlen. Mal sehen, ob wir das jetzt machen können. Verschlossen. Jetzt ist es zu spät, ja? Na toll. Wir haben ja eigentlich hier bestimmt noch nicht alles angesehen. Was ist das? Das ist ein Haus? Hier, das mit den Ruinen war hier. Ist da wirklich ein Haus? Und hier ist ein Haus beim Friedhof. Könnte das das Versteck sein? Da ist die Brücke wahrscheinlich. Nach links geht's nicht weiter. Okay, dann ist das nur so klein. Wir sind gerade hier. Gehen wir mal hier zu dem Versteck. Was markieren kann ich nicht auf der Karte. Okay, gut. Ich? Dann laufen wir einfach mal geradeaus. Ein Gruß von Kommandant Loredo. Abschaum. Ach so? Oh, warte mal. Oh, nein. Oh nein, 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 meine Sachen. Wieso? Ach da. Wow. Wow. Das war nicht gut. Da, naja, obwohl jetzt brauche ich die Kartätsche nicht mehr unbedingt, aber egal. Arendite und das dahin. Haben wir das nicht mal umgetauscht? Hä? Solides Entermesser habe ich doch genommen, genau. Raserei, noch eine Falle. Verrostetes Stilett. Geht es hier hin? Nee. Hä? Okay, geht nicht. Hellebarde. Was ist hiermit?
13 bis 18, nö. Behalten wir unser Entermesser. Loredos Laufbursche ist ganz schön unter dem Adlersberg. Das waren Zeiten. Wenigstens sind wir uns einig. Ja, kann ich bei dir mal ein bisschen was loswerden? So, bisschen Ballast. Das gebe ich dir. Das möchte ich nicht weggeben. Was? Distanzwaffe? Okay, das haben wir zweimal. Wow. Was kann ich denn hier noch? Das wiegt immer nichts. Das will ich nicht weggeben. Das auch nicht. Hab ich Gerümpel? Das kriegst du alles. Ja. Bitte. Ja, okay. Ein bisschen sind wir zumindest losgeworden. Na? Tut mir ja leid, aber ihr wart nicht nett zu mir. Looten. Naja, besonders viel habt ihr ja nicht. Nein, das andere wollte ich nicht. Es war nur das. Okay. Das muss ich wegpacken. Dann wollte ich eigentlich einfach nur hier raus. Ja. Ja. Interessant. Ah. Geh mal nochmal zum Friedhof erstmal. Anders kommen wir bestimmt sowieso nicht auf die andere Seite des Flusses. Ja, wir kommen ja nur hier rüber. Obwohl, hier könnte ein Weg sein. Hä? Nicht richtig? Ja. Jetzt nach links. Hä, aber das haut doch gar nicht hin. Wo soll da ein Fluss sein? Ich sehe hier keinen Fluss. Das Ding hier? Hä? Ist das mein Pfeil? Bin ich da? Nee, das ist es nicht. Hier ist Aneska. Guck mal doch nochmal zum Friedhof. Ah. Schade, dass man immer keine Abkürzungen laufen kann. Ich meine, die
Die sind doch nicht umsonst da, immer beim Friedhof, oder? Wo könnte das denn sein? Halt. Hier war die Höhle und dann ging das hier irgendwo so hoch. Und dann hier. Da unten ist der Friedhof. Und was ist hier? Boah, es ist echt dunkel. Nee, hier ist der Friedhof. Nee. Was springen? Worüber denn? Ach so. Habe ich nicht gesehen. Aber hier waren wir ja schon mal, genau. Da waren wir damals mit Triss. Dann gäbe es jetzt eigentlich nur noch. Auf der anderen Seite waren wir nicht. Hier. Ich weiß gar nicht, ob das geht, weil die Brücke ja nun mal kaputt ist. Und hier ist eben ein Häuschen, da würde ich gerne hin. Aber ich glaube, das muss ich in der nächsten Folge machen. Ich laufe noch ein Stückchen. Oh, okay. Ja, hier ist die zerstörte Brücke. Okay, ja. Mal sehen. Ich mache es vielleicht außerhalb der Aufnahme, laufe dahin, weil das ist ja jetzt nicht so spannend, das Ganze hin und her laufen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.